Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Strick-Podcast Habt es fein strickt hier auf YouTube und ich freue mich, dass ihr dabei sein wollt, wenn ich euch in der nächsten halben Stunde zeige, was ich in den letzten 2 Wochen gestrickt habe. Und das ist nicht wenig, oder war nicht wenig, also ist nicht wenig. Ich habe, ja, irgendwie ist es ein bisschen, mit mir durchgegangen und ja. Okay, kommen wir aber zuerst mal zu dem, was ich anhabe. Ich habe heute nicht mein Morningside-Top an, was ich eigentlich tragen wollte, was ich beim letzten Mal versprochen hatte. Ich trage heute den Desert-Sweater. Ich fange aber hier oben an, dann kann ich das nämlich schon mal ausziehen. Das ist das Soluna-Tuch. Das habe ich schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr gestrickt. Und das trage ich momentan unheimlich gerne. Es ist gestrickt aus 2 Strängen von der Feinheit von Atelier Citron. Merkt euch das bitte. Komme ich gleich noch zu. Und es ist in so einem Noppenpatent gestrickt. Farbe finde ich total schön. Mag ich sehr, sehr gerne. Die Anleitung ist von Maschenfein Berlin. Und es hat eine schöne Größe, eine ideale Größe. Klar, wenn man noch mehr, also man fängt halt hier unten an zu stricken, wenn man natürlich noch mehr Garn hat, kann man es natürlich nach oben hin so groß stricken, wie man will. Aber mir gefällt diese Größe absolut gut und es ist absolut ausreichend für mich. Mir reicht das so. Dann habe ich, die Anleitung befindet sich in diesem Buch, Tücher stricken. Das ist der erste Band von Marisa Nöldecke, was der Kopf hinter Maschenfein Berlin ist. Da gibt es noch einen Folgeband, den habe ich auch, also Tücher stricken Teil 2. Und da gibt es noch eins von ihr, irgendwie so Wohlfühlhügge, Wohlfühlklamotte stricken. Ja, und das ist das Tuch hier abgebildet und das ist natürlich auch eine schöne Farbe, ne? Die stricken das hier in einem Alpaka Silk, Baby Alpaka Silk von einer Marke, die ich nicht kenne. Aber ich habe es aus einem Merino Garn gestrickt und es ist unheimlich weich und wärmend und ich mag es sehr. Ja, haben wir das schon mal, dann kann das Buch schon mal rum. So, dazu trage ich meinen Desert Sweater nach einer Anleitung von Anke Strick. Er ist natürlich schon fertig, er war letzte Woche schon fertig, aber seht ihr, was mich stören könnte? Das ist die Ärmellänge. Ich muss tatsächlich die Bündchen nochmal aufmachen und noch was dran stricken. Ja. Das ist mir ein Touch zu kurz und ich glaube, durchs Tragen werden die sich noch weiter verkürzen. Das ist aber nicht so schlimm. Das Bündchen ist eh relativ kurz gehalten. Ich kann es also durchaus noch ein bisschen länger stricken. Das tut dem nichts. Also das ist trotzdem schön, auch wenn das Bündchen etwas länger ist. So, ich trage den sehr gerne. Ich habe ihn gestern zum ersten Mal getragen. Es ist ein ganz angenehmes Tragegefühl auf der Haut. Und die Passform ist wunderbar. Ich habe gestrickt aus, es ist ja eine Anleitung von Anke Strick und erhältlich als Kaufanleitung auf Ravelry, wie so fast alle Anleitungen, die ich euch empfehle. Außer jetzt gerade aus dem Buch, aber ich glaube, man kriegt sie trotzdem auch auf Ravelry. Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall in dem Buch von diesem Tuch hier. Ja, ich habe gestrickt und an dieser Stelle muss ich jetzt einen Werbehinweis geben, denn ich habe das Garn für diesen Pullover von der Firma Langjans kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen. Das komplette Garnpaket und da habe ich mich sehr gefreut und es hat auch dann noch mehr Spaß gemacht, das zu verstricken und es war auch es war nicht das Originalgarn von diesem Pullover. Oder ist nicht das Originalgarn, aber trotzdem ist die Garnwahl super und ich bin total froh, dass der richtig schön geworden ist und dass ich ihn gerne trage. Ich habe den gestern den ganzen Tag getragen.
Eigentlich zeige ich euch das ja vorher, ne? Aber ja. Und jetzt heute wieder. Ja, ich bin ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie gefalle ich mir heute nicht. Ich habe einen kleinen Anflug von Heuschnupfen, aber was soll ich jammern? Ihr müsst damit jetzt klarkommen, dass ich irgendwie nicht so fresh aussehe wie sonst, aber gut. Ja, ihr wollt ja auch nicht mich sehen, ihr wollt meine Stricksachen sehen und deswegen geht es jetzt hier mal weiter. Und zwar, ach nee, ich habe die, ja, seht ihr? Welche Wolle habe ich denn verstrickt? Es ist die Merino 150 von Langjans, ein 100%, ich muss mich mal kurz lang machen, 100% Merino-Garn, sheep-friendly und no mulesing steht extra drauf, hat eine Lauflänge von 150 Metern. Gestrickt habe ich die Größe, ja, M1 oder ich weiß nicht, ob sie das mit SM, M1, M2, so XS und so bezeichnet, die Größen, oder ob sie die Größen als durchnummeriert hat. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich eine Nummer kleiner gestrickt, als ich eigentlich bräuchte. Weil eben bei einem 100% Superwash Merino Garn, da müsst ihr berücksichtigen, dass das beim Waschen auseinander geht. Und das habe ich auch berücksichtigt. Ich habe ja, als der Körper fertig war und abgekettet war, bevor ich die Ärmel angesetzt habe, habe ich das Ganze mal gewaschen, um zu sehen, wie sieht das denn überhaupt aus mit dem Größenwachstum und wie verhält sich das in der Länge? Kann ich unten nochmal was aufmachen oder nicht? Und das war auch ganz gut so, denn der ist doch schon mächtig gewachsen. Und deswegen habe ich, naja gut, hier nicht ausreichend, ein bisschen verschätzt. Aber gut, das ist ja nicht schlimm hier unten. Das kann ich ja ganz bequem nochmal aufmachen und verlängern. Ist ja kein Ding. So. Dann habe ich, möchte ich euch noch gerne Socken zeigen, die ich eigentlich das letzte Mal schon zeigen wollte, aber dann hatte ich sie schon verpackt und verschenkt. Und da zeige ich euch hoffentlich hier ein Bild. Ich verdecke dann quasi mein Bild mit dem Foto von den Socken, die ich verschenkt habe an meinen Schwager zum Geburtstag. Die Banderole dazu habe ich selber gebastelt. Das ist ja jetzt auch kein Hexenwerk. Ich habe aus Tonpapier einen Streifen ausgeschnitten, habe mit einem Stanzer da so ein paar Sternchen ausgestanzt und über Pinterest zum Beispiel könnt ihr immer so, wenn ihr da Handlettering oder so eingebt, Happy Birthday, und dann könnt ihr da das abmalen, ganz bequem. Also das macht schon ein bisschen Spaß auch. Und er hat sich sehr, sehr gefreut, das muss ich ja sagen. Und mich hat es natürlich auch sehr gefreut, wenn sich jemand über das, was ich stricke und verschenke, genauso freut. Ja, dann ist etwas fertig geworden letztes Mal in den letzten Tagen. Das war so ein Hauruck-Projekt. Ein Projekt, wo ich immer gedacht habe, ich brauche es nicht. Und dann ging es aber doch nicht an mir vorbei. Und das ist, ich nenne es bewusst nicht beim Namen, weil ich die Anleitung nicht gekauft habe. Aber ihr wisst alle, was es ist. Ich habe die Anleitung nicht gekauft, sondern habe das einfach freischnauze losgestrickt. Ziehe ich das jetzt auch mal an. Das ist also wirklich hier so ein Mini. Und deswegen habe ich auch gedacht, ich brauche es nicht. Aber irgendwie finde ich es doch ganz niedlich so, ne? Ja. So, ihr wisst alle, was es ist. Deswegen brauche ich es auch nicht sagen. Ja, also wenn... Nein, ich sage gar nicht mehr dazu. Ich sage euch jetzt nur noch, welches gar nicht verwendet habe dazu. Und zwar ist das die, ich muss aber irgendwie wieder was hier, das ziehe ich wieder um. So, und zwar habe ich verwendet das Alpaka-Sockengarn, Apukuntur steht hier drauf, ich kenne das so eigentlich nicht, diese Firma. Und zwar habe ich das gekauft
in Osnabrück in der Gärtnerei, als ich da im Strickcamp war, damals im März irgendwann, sind wir halt auch in die Gärtnerei gefahren und haben da, weil die da so eine Alpaka-Zucht halt im Garten haben, die durften wir uns dann anschauen. Und es gab dann auch so eine kleine, in dieser Gärtnerei auch noch so eine kleine Ecke mit Wollsachen und auch dieser Wolle. Und die hat mich total angesprochen, habe ich gesagt, davon nehme ich 2 Knäuel mit. Und aus dem einen Knäuel habe ich dann eben dieses Schälchen gestrickt, das ist noch davon übrig geblieben und ein kleiner kläglicher Rest hiervon noch. Ich habe es ja kombiniert mit einem Flauschi und ja, puh, ich nehme mal schwer an, dass das hier ein Drops-Kitzig ist. Die Farbe, ich kann es nicht mehr sagen, da war keine Banderole dran, aber ich fand es äußerst passend zusammen und ja. Gefällt mir gut. Ich habe es schon gewaschen und bin gespannt, wann ich es dann jetzt demnächst mal tragen kann. So, dann gibt es einen Fortschritt zu verzeichnen an meinem Gardencardigan. Der Gardencardigan ist ebenfalls eine Anleitung von Anke Strick und den habe ich ja angefangen in der Jugendherberge in Leer, als wir dort zum Strickcamp waren. Ich weiß gar nicht genau, wie weit ich beim letzten Mal war, aber ich glaube, die Nadel war noch drin. Jetzt habe ich den Körper fertig. Und von der Länge passt es mir auch gut. Ich bin sehr zufrieden mit der Passform, auch von der Weite her. Jetzt muss ich nur noch die beiden Ärmel einstricken. Und ich verwende dreierlei Fäden, 2 Fäden Kitzig, einmal Toffee und einmal Karamell und die Holzgarn Titicaca in der Farbe Crown. Diese 3 mit Nadelstärke 4 stricke ich und der musste jetzt ein klein bisschen ruhen. Ich kann euch sagen genau warum, denn ich habe meine Nadel Stärke, also meine Rundnadel, die kurze mit Stärke 4, ist, jetzt komme ich mal was näher, ich gucke mal, ob ihr das, weil man kann es nicht sehen, das ist die Zing und die Übergänge sind eine Katastrophe. Und ich glaube, ich schmeiß die weg. Also man kann es nicht sehen, aber man kann es vielleicht hören. Auf der anderen Seite ist es genauso, wenn man dann mit dem Fingernagel mal so drüber nur mal so eben drüber reibt, das ist wirklich eine Katastrophe. Da bleibt jedes Garn drüber stoppen und es macht keinen Spaß, damit zu stricken. Überhaupt nicht. Naja, jetzt habe ich mir eine neue bestellt von Adi. Mit den Nadeln bin ich echt sehr zufrieden. Werbung, alles ohne Auftrag, alles kaufe ich selber hier, außer jetzt gerade da beim Desert. Das habe ich gesponsert bekommen. Ansonsten kaufe ich grundsätzlich selber. Es sei denn, ich sage es dazu. So, und da werde ich jetzt wohl die Ärmel, denn die Nadel ist nämlich vorhin in der Post gewesen und jetzt kann ich das weitermachen und die Ärmel fertigstellen. Und oh, ich finde es super schön. Ja, und in der Zwischenzeit ist dann noch was passiert. Und zwar, Das letzte Video habe ich ja, ich habe das samstags aufgenommen und sonntags habe ich das hochgeladen. An diesem Sonntagmorgen, ich weiß nicht, was los war, aber ich konnte nicht mehr schlafen. Ich bin um 5 Uhr aufgestanden. Um 5 Uhr sonntagsmorgens bin ich aufgestanden, habe mich hier runter in den Keller gesetzt und habe gedacht, jetzt ist Zeit, was Neues anzufangen und habe einen Pulli angefangen zu stricken und zwar ist es der Jules Sweater von Paula M. natürlich und eine meiner Lieblingsdesignerinnen und der ging mir so schnell von der Nadel. Das ist ein Streifenpulli. Eigentlich ist es ein Sommerpulli, denn sie strickt ihn eigentlich in einem Baumwollgarn. Aber wenn man auf ihrem Instagram-Kanal mal so ein bisschen durchblättert, findet man zu diesem Pullover auch eine Wintervariante.
Und ich bin ja eigentlich nicht so, Baumwolle ist nicht so meins, ne? Und ja, gut, man kann jetzt auch sagen, Winter ist jetzt auch irgendwie durch, aber ich habe den gerade eben nochmal übergeschmissen und finde den so toll. Der sitzt gut und ja, was soll ich sagen? Ich bin schon so weit. Der eine Ärmel ist jetzt so und der Körper ist auch komplett fertig. Es liegt sicherlich auch an den Streifen. Also wirklich, Streifen gehen so schnell voran. Was soll ich sagen? Man könnte meinen, dass der Ausschnitt vielleicht etwas schmal ist, aber ich habe es, wie gesagt, eben nochmal übergezogen und da ist Platz, ne? Also, und da das ein Merinogarn ist, mit dem ich stricke, in Kombination mit einem Flauschi, glaube ich aber, dass der noch ein bisschen sich in die Breite ziehen lässt und dann wird der ordentlich passen. Also ich freue mich sehr auf diesen Pulli. Ich werde den hoffentlich mit in Urlaub nehmen können, dass der bis dahin fertig ist. Wann, das sage ich jetzt nicht, weil ich im Urlaub bin, aber den möchte ich gerne im Urlaub fotografieren. Und deswegen möchte ich den bis dahin fertig haben und auch mitnehmen und euch dann hinterher die schönen Fotos zeigen. Es ist ein Raglan von oben. Die Raglan-Nähte sind etwas breiter. Die gehen über, das kann ich glaube ich sagen, über 3 Maschen. Und sie gibt da echt gute Tipps, wie das mit den Streifen funktioniert, sodass sich keine Treppchen bilden. Und ich kann es euch auch mal zeigen, an dieser Stelle wurde nämlich immer die Farbe gewechselt und ich finde es nahezu unsichtbar. Und da habe ich nämlich ein bisschen Sorge davor gehabt, ob man das eventuell sieht. Die Fäden sind, wie gesagt, noch nicht vernäht. Man kann es vielleicht erahnen, aber wenn die Fäden vernäht sind, dann ist es mit Sicherheit nicht mehr zu sehen. Woraus habe ich gestrickt? Es ist einmal die Daisy in Marzipan mit Kitzig in Marzipan. Sowie auch die Daisy in Karamell mit Karamellkitzig. Also Marzipan und Karamell. Leckerer geht's ja nicht, oder? Ha. Wunderschöner Pulli. Also wirklich ein ganz, ganz schnell. Ist mit Nadelstärke 5 stricke ich. Ist wirklich schnell gestrickt. Ist sicherlich warm, aber ich find den total schön. Ich bin auch gerade völlig angefixt von diesen Farben. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Ja, da war ich auch wirklich erstaunt, ne, dass das so schnell ging mit diesem Pulli. Aber oh, dann ist das halt so, ne? Ja, gut. Und dann habe ich euch ja letztes Mal schon gesagt, dass ich ja eigentlich vorhatte, was anderes von der Paula M. zu stricken. Nämlich den Neverending Story Sweater. Das ist dieser hier. Das ist ein V-Ausschnitt Pulli im Halbpatent, wo die linke Seite nach außen getragen wird, eigentlich die falsche Seite. Und das hat mich eigentlich auch immer gestört, wo ich immer gedacht habe, so, das ist doch falsch rum. Aber dann habe ich das einfach mal ausprobiert, habe ich ein Maschenpröbchen gestrickt, ebenfalls mit der Drops Daisy. So sieht die aus. So, Drops Daisy. Mix und 100% extra fein Merino-Wool. Mit Nadelstärke 4. Ich habe es auch mit Nadelstärke 4 gestrickt. Das sind 110 Meter auf 50 Gramm. Und das ist eine Neuerscheinung von Drops und die gefällt mir richtig gut. Das ist ja jetzt auch nicht die erste, die ich davon verstricke. Und was soll ich sagen? Ich zeige euch mal, wie weit ich bin. Ich bin nämlich so weit. Zack. Der Ausschnitt ist schon fertig und ich habe es eigentlich fast gleiche Farbe wie was ich anhabe. Ne? Und ja, weiß ich nicht, 15 cm unter der Armabtrennung habe ich schon. Der sieht jetzt klein aus, aber wie gesagt, es ist Merino, es ist Patent, also Halbpatent, der wird noch wachsen, ich bin mir sicher. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir gefällt es mittlerweile wirklich richtig gut, ne, dieses Halbpatent.
Und ich kann den mal umdrehen und zeigen, wie die andere Seite aussieht. Die sieht nämlich so aus. Also ich finde es eigentlich schön. Ich finde auch hier oben, das ist auch sehr gut gelungen. Also ne, das ist diese Schulterform mit den Zunahmen. Also ich finde es wirklich echt, echt schön. Und ich bin sehr gespannt auf die Trageerfahrung, ob das pillt oder nicht, ob das sehr stark pillt. Also da bin ich wirklich mal sehr gespannt, weil das ist ja jetzt pur, ne? Also ohne Beilauffaden ist das jetzt hier verstrickt und deswegen bin ich mal gespannt, wie die sich hier so verhält. Und ich habe 13 Knäuel gekauft und bin gespannt, wie viel ich verbrauchen werde. Ja, so. Und dann geht's ja jetzt schon. Ach so. Viele von euch fragen sich jetzt sicherlich nach meinem Aufruf beim letzten Mal bezüglich dieses Kontakts zwischen Ursula und Pam, ob was daraus geworden ist. Da fragen sich ja manche vielleicht danach. Und ich habe mir eben die E-Mails durchgelesen im Postfach und tatsächlich hat das geklappt? Und Ursula hat sich sehr bedankt bei mir, hat mir eine sehr lange E-Mail geschrieben. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Dankeschön, liebe Ursula. Und dann wünsche ich euch eine schöne Zeit, falls ihr euch irgendwie nochmal trefft oder so. Und ja, ich freue mich, dass das geklappt hat auf diesem Wege, auf diesem ungewöhnlichen Wege. Aber ja, dafür kann man es ja doch schon mal nutzen. Herrlich. Sehr schön. Ja, und dann möchte ich gerne euch noch einen Ausblick geben, denn wir haben heute sehr, sehr schönes Wetter, was natürlich meinen Heuschnupfen ein bisschen fördert, aber der Frühling kommt, ne? Und auch der Sommer und damit auch irgendwie so ein bisschen Frühlings- und Sommerstrick. Und ich bin nicht diejenige, die jetzt irgendwelche Töpfchen oder so strickt und anzieht. Eventuell schon mal so unter einer Jacke, unter einem Cardigan oder Blazer oder so. Ne? Das geht. Aber trotzdem möchte ich gerne noch einmal den Regan Cardigan von Isabel Krämer stricken. Den habe ich ja ganz am Anfang von meinem Podcast, habe ich den ja schon mal gestrickt. Und zwar aus der Ecopuno von Langjans. Mittlerweile ist er mir deutlich zu klein geworden und ich habe mich irgendwie auch ein bisschen in der Größe verhauen und wo ich dachte, und es gibt auch so, der wird ja sehr, sehr häufig gestrickt. Ne? Worüber rede ich eigentlich? Das ist ein Cardigan, der offen getragen wird. Die Ärmel werden glatt rechts in einem durchgestrickt als allererstes und dann strickt man nach unten hin ein Lace-Musterteil und der sieht mit so einem Glockenblumenmuster, das sieht wahnsinnig süß aus. Und jetzt ist es aber so, dass viele, viele Menschen den schon gestrickt haben und Verbesserungsvorschläge haben, denn es ist so, dass wenn man ein bisschen mehr Brust hat, dann passiert das sehr häufig, dass die Jacke oder der Cardigan vorne, der steht ja offen, dass der vorne einfach viel zu kurz ist. Und dann gibt es so Variationen, dass man hier oben, wenn man die Vorderteile ansetzt, verkürzte Reihen arbeitet, sodass es grundsätzlich ein bisschen nach vorne gerichtet ist und damit nach vorne hin auch etwas länger ist. Ich werde euch das alles noch erklären, wenn es soweit ist, wenn ich den Anstrick gemacht habe und auch soweit bin. Dann erkläre ich euch das genau, was ich meine. Und dann zeige ich euch jetzt auch mal meine Garnauswahl dafür. Und bevor ich das tue, muss ich einen Werbehinweis geben, denn dieses Garn wurde mir zur Verfügung gestellt von der Miriam aus ihrem Etsy-Shop. Das habt ihr von mir schon öfters gehört. Das ist der Etsy-Shop Wolle Profi und ich, wie kann das auch anders sein, benutze die Bio-Balance von BC-Garn, eins meiner Lieblings-Sommergarnen. Eigentlich ist es ein Allrounder und ich benutze das, ich möchte das gerne stricken aus diesem, ja, ist es Taupe oder Schlamm? Weiß ich jetzt nicht genau, wie man die Farbe nennt. Es ist die Farbe 10.
Und ich werde es höchstwahrscheinlich mit der 3,75 stricken. Über die Größe bin ich mir noch nicht ganz im Klaren, aber das wird jetzt über die Ostertage wahrscheinlich mein Osteranstrick werden. Und wer sich für diese Wolle ebenfalls interessiert, auf dem Etsy-Shop bekommt ihr mit meinem Code NICO15 15% Rabatt auf dieses sowie auch alle anderen Garne. Schaut da gerne mal vorbei und vielleicht habt ihr ja Lust mitzustricken. Apropos mitstricken. Bei dem Garden-Cardigan, da muss ich noch einen kleinen Hinweis geben, denn es gibt auf Instagram einen Call. Und zwar ist das der Garden... Oh, jetzt habt ihr mich. Wie heißt denn jetzt der Hashtag? Garden-Call oder Garden-Cardigan-Call oder... Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, die Kerstin vom Kanal Landherzen, die ist die Initiatorin von diesem Knit-Along. Und gleichzeitig hat sie hier auf YouTube auch einen Kanal, Landherzen, und stellt Videos ein, wo sie euch ein bisschen mit begleitet beim Stricken dieses Cardigans. Wer sich also nicht so richtig dran traut, der schaut am besten da mal rein, Landherzen. Und es ist eine Kaufanleitung, deswegen, ich habe mir die Videos jetzt selber noch nicht angeguckt, es ist eine Kaufanleitung, deswegen kann sie euch das nicht so wie gewohnt vorstricken. Bräuchte man sich die Anleitung ja nicht kaufen, ne? Also müsst ihr schon machen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, ist ein tolles Teil, macht mit beim Knit-Along. Der Knit-Along findet allerdings auf Instagram statt, wenn ihr nicht bei Instagram seid, ja, dann ist schlecht, aber ja. Sowieso eigentlich immer sehr zu empfehlen. Ich bin ja auch auf Instagram und da holt man sich schon so die ein oder andere Idee. Manchmal ist es natürlich ja auch ein bisschen ein Fluch, weil man immer wieder mit neuen Strickviren infiziert wird und denkt, oh Gott, muss ich machen? Ich meine, ich sage nur das hier, ne? Ja. Naja. So, dann... gibt es noch einen kleinen Ausblick, und zwar war in meinem Bio-Balance-Paket auch noch was anderes drin, und zwar hat sie mir verschiedene Garne dazu gepackt, wo ich die ich gerne mal ausprobieren möchte und anstricken möchte, und vielleicht kann ich euch bei der nächsten Folge schon ein bisschen was darüber zeigen, ich glaube ja. Und dann wäre ich nämlich jetzt soweit eigentlich schon am Ende angekommen und wünsche euch eine schöne Osterzeit und schöne Ostertage und dass es euch gut geht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, was dann die Folge 58 schon ist. Also das ist jetzt die 57. Und naja, habt's fein bis dahin. Tschüss! Ja. Und was ich noch vergessen habe, ja, ich wollte ja noch was zu der Feinheit sagen. Die Feinheit von Atelier Zitron gibt es auch im Shop von Miriam. Ja, da könnt ihr dann auch, wenn ihr euch an diesem Tuch erfreuen möchtet, dann könnt ihr auch da. Ich habe 2 Stränge gebraucht. Schaut mal rein. Und jetzt aber. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Da, da, ba, du, da.